Ja, servus Leute, hier ist der Kevin von Chef Stuff und ich melde mich mal wieder aus dem Auto, denn ich bin gerade unterwegs zu einem Konzert, auf das ich eingeladen wurde zum Bilder machen mit meiner Kamera. Und ja, das ist eine ganz längere Geschichte, wie sich das ergeben hat. Und zwar, ich gehe immer wieder auf Konzerte von der Band Shark, das ist eine Coverband. Ich verlinke die euch mal. Und ja, mit den Jungs habe ich schon länger zu tun, sage ich mal. Ich gehe wirklich schon seit Jahren auf die Konzerte von denen, wenn die hier bei uns im Ort spielen. Und es ist einfach immer total geil. Und meine Kumpels und ich, wir stehen immer in der ersten Reihe und fallen halt regelmäßig auf. Ja. Und deshalb kennt man sich eben so ein bisschen. Und der Sänger, der Alex, der hat mich eingeladen, eben heute Abend zu einem Konzert zu kommen. Das ist kein Shark-Konzert so in der Art, sondern es heißt Unplugged and Friends, wo zwar viele Shark-Mitglieder mitspielen, aber auch andere. Und ich war noch nie auf diesem Event, wollte aber schon immer mal hingehen und da hat sich das heute einfach ergeben. Und die Gelegenheit, die nutze ich natürlich und nehme euch natürlich mit. Das lasse ich euch nicht entgehen. Ja, Shark, großartige Band, wie gesagt, ich verlinke die euch mal. Müsst auf jeden Fall mal gucken, wenn die bei euch in der Nähe sind, dann solltet ihr die euch anschauen, die sind sehr, sehr geil. Vorhin haben Future ihr neues Musikvideo Polemonium hochgeladen und es ist einfach nur so unbeschreiblich geil geworden. Also man hat ja im Trailer schon gesehen, dass es einfach nur geil werden kann mit dem Zeichenstil von Jaco und generell mit der Musik auch dann. Aber das Endprodukt ist einfach nochmal so viel epischer auf so vielen verschiedenen Ebenen. Es ist einfach nur geil. Und das Ende vor allem, ich spoilere jetzt natürlich niemanden, aber das Ende, das ist richtig heftig. Und ja, keine Ahnung, ich war dann auch ziemlich sprachlos am Schluss. Ihr müsst euch unbedingt anschauen, ich verlinke es euch mal. So, ansonsten könnte ich jetzt hier noch so ein bisschen rumlabern. Ich fahre jetzt gerade Auto hier. Hab das Licht hier oben am Auto an. Ich weiß nicht, ob das die ganzen anderen Autofahrer nervt, wenn ich hier mein Licht anhab. Düst gerade so ganz gelangweilt hinter so einem LKW her, damit ich hier in Ruhe aufnehmen kann. Vielleicht erkennt man das ja. Oder auch nicht, je nachdem. Ja, die ersten Meinungen zu unserem 50 Abonnenten-Special sind auch schon da. Es gab 2-3 Hater-Kommentare. Naja, was will man groß sagen? Eine ganz kleine Ankündigung habe ich noch. Das Watch Dogs Let's Play, das Philipp macht, da müssen wir erst noch ein paar neue Folgen aufnehmen. Und das wird jetzt so lange pausiert, bis ich an Weihnachten mein neues Mikrofon bekomme. Weil dann können wir wieder richtig geil und viel aufnehmen. Und dann hauen wir direkt mal ein paar Folgen am Stück raus. So mache ich das mit Minecraft auch. Nur da habe ich noch ein paar Folgen vorab aufgenommen. Und von Watch Dogs habe ich jetzt eben gar nichts mehr. Und damit ihr euch nicht wundert, warum da nichts mehr kommt. Es wird kommen, aber dann eben in besserer Qualität. Und das ist ja auch was. Und ansonsten gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Michi, den ihr auch aus unseren Videos kennt, mit dem werden wir uns demnächst mal wieder zusammentun. Und diverse Pläne schmieden für ein bereits vor Wochen angekündigtes Labercase-Wegger-Video. Das wird auf jeden Fall noch irgendwann realisiert. Ja. Den Kurzfilm haben wir komplett über Bord geworfen. Wir hatten ihn schon komplett im Kasten und bearbeitet, aber es war einfach so scheiße. Und es ist einfach so kacke geworden. Ohne Mikrofon hört man da, also ohne Richtmikro an der Kamera, hört man da eigentlich nur Windrauschen und kaum Dialog. Und das, naja, wäre sogar für uns ein bisschen zu amateurhaft. Und deshalb haben wir den Plan in den Sand gesetzt. Vielleicht greifen wir den irgendwann mal wieder auf, wenn dann die Technik etwas besser ist. Aber gut, wollen wir mal schauen. Bei mir im Hintergrund läuft übrigens gerade A Few Sides, Album von Future. Wenn ich schon zu einem geilen Musikfestival fahre, dann muss ich auch dahin geile Musik hören auf dem Weg, ne? Und habe einfach vorhin durch dieses Musikvideo so Bock bekommen, das nochmal einfach mir dieses Album zu geben. Wenn ich dann mein Mikrofon habe, vielleicht kann ich dann auch mal Musik machen.
meinen Bass aufnehmen, vielleicht einen geilen Drumbeat drunterlegen, noch eine Gitarre dazu. Michi spielt Gitarre, vielleicht kann man da mal irgendwas arrangieren. Gut, so viel zu meinem Gelaber. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich am Konzert angekommen bin. Bis dahin, wir sehen uns. So, jetzt bin ich da und ich gehe jetzt rein und ja, zeige euch mal ein bisschen was von drin. Ich spiele ein paar Bilder und vielleicht ein Video ein. Viel Spaß! Das Konzert ist vorbei, wir hatten einen geilen Abend, es ist jetzt 11:45, das geht. Ich muss jetzt noch eine Stunde heimfahren und ja, mal gucken. Es war auf jeden Fall total geil, es hat so viel Spaß gemacht. Die haben irgendwie mit 5 Sängern We Are The World von Michael Jackson performt und ich habe noch nie was Geileres gesehen in meinem ganzen Leben, glaube ich. Also da Hut ab, das war echt mega krass. Und es hat riesig viel Spaß gemacht. Ich begebe mich jetzt auf meine lange Heimreise und wünsche euch mal noch bis zum nächsten Video alles Gute. Und falls wir vor Weihnachten kein Video mehr hochladen, wünsche ich euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und man sieht sich. Macht's gut, ciao.